Es ist Tag 6 angebrochen und heute kommt somit der Tag der Elektronik. Elektronikgeräte, ich sag jetzt gar nicht Elektronikgeräte in der Küche oder irgendwie. Wir haben zum Beispiel hier Playstations angeschlossen und ihr müsst eure Fernseher und Monitore und sonstiges PCs alles abmontieren. Nein, alles was in der Regel genutzt wird, wie PCs, Playstation bei uns zum Beispiel und PCs und Co. Könnt ihr alles hängen, liegen, sitzen, stehen lassen. Mir geht es um so Sachen wie Kompaktkameras, alte Handys hatte ich hier auch gut rumfliegen, externe Festplatten, die ganzen Kabel, alles, was euch zur Elektronik einfällt, auch das Zubehör für diese Elektronik, wie zum Beispiel die Taschen, die ganzen Kabel, habe ich schon gesagt. Also ihr seht hier wieder die Liste. Heute wird es insofern schwierig, weil Elektronik so das meiste ist, wo man immer sagt, gut, das kann ich irgendwann noch gebrauchen. Ist aber in der Regel jahrelang nicht der Fall ist. Vielleicht braucht ihr es einmal noch in eurem Leben, aber dann kann man es auch ausleihen, ganz ehrlich. Von daher kann ich wieder nur sagen, holt einfach alles wieder raus. Überall, wo ihr Elektronik vermutet, Kabel vermutet. Ich habe tatsächlich ein altes iPhone-Kabel bei mir in der Tasche noch gefunden. Wir haben auch, glaube ich, noch ein Kabel im Auto. Das hatte ich zum Beispiel jetzt nicht rausgeholt, aber ich weiß, das nächste, was ich tue, das schreibe ich mir hier dann in mein Büchlein auf, dass ich dann runter zum Auto gehe und das Ganze eben dann wegschmeiße. Habt ihr das Ganze nun rausgeholt, beziehungsweise das könnt ihr genauso gut auch vorher machen, euch wieder eure Leitfragen zu überlegen. Sowas wie, wofür wird das Teil benutzt? In der Regel weiß man tatsächlich nicht, wofür man diese Teile benutzt oder ob man es wirklich benutzt. Wofür ist dieses Kabel? Wenn du nicht weißt, wofür dieses Kabel ist, weg damit. Ich hatte zum Beispiel immer noch 3 Kabel, die ich jetzt während des Ausmistens bei mir rumliegen, wo ich keine Ahnung hatte, wofür ich die benutzt habe, weil ich die in dreifacher Ausführung hatte. Und darum geht es dann eben auch. Habe ich davon Duplikate? Es gibt eben diese Mini-USB-Kabel. Ich meine, es ist tolerierbar, wenn ihr vielleicht 2 habt. Eins für bei uns zum Beispiel für die Playstation, für die Controller zum Aufladen. Und eins für meine Festplatte, weil die einen Mini-USB-Anschluss hat. Ansonsten haben wir keine Handys, die wir damit laden. Daher brauchen wir 2 iPhone-Ladekabel. So ist der Gedankengang dann halt eben. Ne? Dann ist natürlich die nächste Frage, funktioniert das Ganze noch? Und falls ihr die ganzen CDs und DVDs, eben die auch mit zur Elektronik dazugehören, jetzt erst ausmistet und nicht bei Büchern mit ausgemistet habt, dann ist natürlich wieder die Frage, sich zu stellen, macht mich das glücklich? Gucke ich das Ganze überhaupt noch? Sind da noch Inhalte drin, die mich überhaupt irgendwie interessieren, die ich eigentlich schon verinnerlicht habe, aber was weg kann? Habe ich Duplikate? Auf jeden Fall Duplikate. Ihr habt einen Netflix-Account und habt aber diese DVD noch. Warum? Ihr habt ja Netflix. Naja, und dann sortiert ihr eben wieder aus und schaut, was kann ich davon gebrauchen, was ist alt, was funktioniert nicht mehr, habe ich davon Duplikate. Also all das fragt ihr euch natürlich dann wieder beim Aussortieren. Am besten bildet ihr dabei natürlich wieder kleine Häufchen. Ich habe immer meine typischen 2 Häufchen, behalten Häufchen, nicht behalten Häufchen. Es macht auch immer noch ganz viel Sinn, diesen Tipp habe ich noch nicht gegeben, wenn ihr das Ganze nicht hinbekommt, da wurde ich letztens darauf hingewiesen. Es macht natürlich Sinn, an diesen Tagen sich jemanden einzuladen, der ein wenig organisierter ist. Zumindest man hat das Gefühl, die sind organisierter als man selbst. Erstens können sie dir da ein bisschen mehr Struktur mit reinbringen und zweitens stehen sie neben dir und fragen dich, ist das dein Ernst, dass du dieses alte Handy da behalten willst? Keine Ahnung. Also sie stellen dir dann halt eben die Fragen, die du dir auch stellst, die du aber eventuell trotzdem durch inneren Struggle oder sonstiges wieder zurücklegst. Also scheut euch nicht und ladet euch irgendwie eine Freundin oder die Mama ein oder sonstiges und geht über eure Sachen rüber. Hallo und herzlich willkommen zu, keine Ahnung welcher Tag, 655, glaube ich. Misse dein Elektronikzeug aus, ja. Das wird wunderbar, weil das hier ungefähr überall rumfliegt. Ich freue mich. Ich zeige euch jetzt mal wieder, was ich so behalten habe und was wegkommt. Schön auch da hinten die Wäsche, ne? Und so der Haufen ist auch voll super für ein Minimalismus-Video. Hier vorne sind die ganzen Bartsachen. Das ist für Chris Bartschneider. Das ist unser Föhn, den wir alle Jubeljahre benutzen, den wir aber auch benutzen tatsächlich. Unser Adapter für unsere elektrische Zahnbürste und mein Glätteisen, was ich auch alle Jubeljahre benutze. Aber wenn ich es benutze, dann benutze ich es auch ordentlich.
Meine Kameratasche, alles andere, was ich hier nicht hinlegen kann, benutze ich gerade. Das heißt, Objektive, Mikrofon und wie heißt das, Lichter. Hier hinten ist meine Tageslichtlampe. Und hier in dem Teil drin sind 50.000 Batterien. Keine Ahnung, wie wir die anhäufen konnten. Ich glaube, Chris braucht die immer für seinen Musikadapter-Gezeug. Zwei Dingsbrillen, weil wir die halt recyceln und jedes Mal, wenn wir dann ins Kino gehen, auch die zwei wieder mitnehmen. Hier in der Ecke sind Speicherkarten, ein Adapter, eine 4 GB. Das ist von meinem Up-Tracker, den ich euch mal gezeigt hatte. Das ist für unser PlayStation-Ding ein Adapter, beziehungsweise für meine Festplatte. Das ist gerade alles angesteckt, deswegen liegt es nicht hier drin. Also es ist alles in Benutzung. Alles, was auch in Benutzung ist, müsst ihr natürlich nicht rausholen. Und hier hinten ist auch für meinen Up-Tracker das Ladekabel. Und da hinten ist der Haufen, der wegkommt. Ich glaube, dem geschulten Auge entgeht nicht, dass das doch recht viel ist. Meine Mutter hatte mir mal ein Massagekissen geschenkt. Ich glaube, letztes Jahr. Wir haben es dreimal in Benutzung gehabt. Und eine Massage bringt ehrlich gesagt mehr als dieses Kissen. Es ist ein schönes Gadget, aber also komm, also da werden andere glücklicher mit. Diesen Scholl-Fußhobel benutze ich nie. Ich habe ihn einmal benutzt, deswegen sieht er vielleicht auch so aus. Das ist so ein externer Akku, den hat mir mein Vater geschenkt. Ja, also noch nie benutzt, werde ich nicht benutzen. Genauso wie diese Music Box-Gedöns hier werde ich nicht benutzen. 1000 Kabel, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Unser zweiter Adapter für die Zahnbürste. Keiner von uns verreist irgendwie mal in nächster Zeit, wo wir das brauchen würden. Und sonst greift man dann halt während der Zeit einfach mal zur Handzahnbürste. Ich habe zwei Schutzbrillen komischerweise da drin gefunden. Und das ist so ein Lichtring, aber für Fotos, also so ein Blitzring. Und den habe ich noch nie benutzt. Also ich habe ihn in einem Video benutzt und mir hat das Bild nicht gefallen. Also kann das auch gerne weitergereicht werden. Chris hat mir das geschenkt, also werde ich mit ihm noch diskutieren müssen, ob wir das Ding jetzt verkaufen, verschenken, wie auch immer. Aber das ist so alles, was weg kann. Und ich habe jetzt die Freude, das Ganze wieder zurückzusortieren und zu schauen, dass ich das Ganze bei eBay einstelle bzw. verschenke. Ich glaube, der Großteil wird auf eBay Kleinanzeigen landen. Ihr habt jetzt aber aussortiert und es ist dann an der Zeit zu überlegen, was machen wir mit den Teilen? Verschenke ich das Ganze? Verkaufe ich das Ganze? Spende ich das Ganze? Ist natürlich schwierig, bei super vielen Kabeln da irgendwas zu spenden. Ich wüsste nicht, wer so viele Kabel brauchen könnte. Ja, in der Regel ist es bei Elektronik so, dass es doch sehr, sehr teuer war, dass man das Ganze eben bei eBay Kleinanzeigen und eBay und hast du nicht gesehen, verkaufen würde. Das würde ich auch mit meinen Sachen machen, wenn es sich lohnen würde. Ich glaube, ich hatte, was hatte ich dabei? Ein Lichtring, so fürs Fotografieren und ein Massagekissen. Das würde ich wahrscheinlich verkaufen. Muss ich mal schauen, ob sich da noch jemand finden lässt. Deswegen räumt diese Sachen zur Seite, alle die quasi weg sollen, und sortiert das direkt zu den Sachen, die mit verkauft werden sollen, die wegkommen, die gespendet werden sollen, und versucht diesen Haufen abzuarbeiten. Aber dazu kommen wir nochmal gesondert, denn jetzt räumt ihr quasi das Ganze einfach wieder zurück an seinen Platz, beziehungsweise versucht auch jetzt schon einen Platz dafür zu finden, dass ihr eben nicht wieder diesen Kabelhaufen am Ende irgendwo liegen habt. Und ich bin mir sicher, dass bei mir im Keller locker noch mehr Elektronik rumliegt. Das Problem bei uns zum Beispiel, ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen erzählen, wir haben den Schlüssel für unser kleines Mini-Abus-Schloss unten im Keller verloren. Das heißt, wir müssen die komplette Kellertür erstmal aufschrauben. Und wir sind momentan tatsächlich zu faul, einfach dieses Schloss mit einer Metallsäge durchzufeilen, zu sägen, zu feilen, wie auch immer. Und einfach mal den Keller wieder durchzugehen. Ich schätze, nach dieser Reihe wird es da noch mal eine Special-Folge zu geben, wie ich meinen Keller zu aufschließe, wie auch immer. Beziehungsweise an Tag 15 würde es sich am besten für mich anbieten, da die ganze Elektronik und den ganzen Quatsch noch mal rauszuholen. Aber ihr habt es geschafft, ihr habt alles zurückgeräumt. Da bleibt nur noch der letzte Schritt, der wäre... Party! Feiern! Feiert euch! Tee, Kaffee, Serie, nicht zu viel Serie gucken, dieses Binge-Watchen ist einfach, ihr sollt ja auch noch produktiv sein, hoffentlich am Tag. Dazu machen wir das Ganze ja hier, dass der
Kopf ein wenig freier ist, damit ihr etwas produktiver auch sein könnt. Ja, feiert euch. Ihr habt jetzt komplett alles an unnützer Elektronik weggeschmissen. Ihr habt es euch verdient. Und somit lässt sich nur noch sagen, das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Minimalism Sunday wieder und ihr seht mich im nächsten Minimalism Sunday wieder. Bis dahin. Tschüssi, Kaffee.